Moin Moin, heute gibt es ein kleines Update zu meinem Aktiensparplandepot, also wo ich jeden Monat eine Dividende erhalte, und zwar zum Dividende und Wertdepot-Wertentwicklung. Ja, da sind wir auch direkt auf meinem Blog, da habe ich schon eine Excel-Tabelle fertig gemacht und habe sie auf meinem Blog halt veröffentlicht. Und da werden wir auch die meisten wahrscheinlich schon wissen, dass ich im März oder beziehungsweise im Februar 2018 begonnen habe mit diesem Projekt jeden Monat Dividende. Und da habe ich im März 2018 gestartet, habe für den Januar und Februar natürlich die Investments nachgeholt, deswegen ist der Depotwert da im ersten Monat etwas höher. Ja, und dann ging es halt in den zweiten Monat, April, hatte ich auch schon die erste Dividende erhalten, über 2 Euro. Im dritten Monat waren es dann schon 4 Euro. Und ging halt so weiter bis, können wir uns mal die Mitte ungefähr anschauen. Da sind wir hier für über 8. Monat, das war im Oktober 2018, da lag ich noch unter 10 Euro, die 8,55 Euro, und habe dann im 9. Monat die 10 Euro geknackt mit 10,21 Euro. Das war also kurz vor Weihnachten im November. So, mein Depotwert stand damals im November bei knapp 4.900 Euro und hat sich im Dezember auch kaum verändert, weil es da ja sehr volatil war mit der Börse, mit dem Markt, und blieb auch bei 4.100 Euro stehen. Dann im Januar ging es wieder etwas höher, und derzeit befinde ich mich ja im 16. Monat schon, Juni 2019, und ich habe hier wieder eine Rekordeinnahme zu verzeichnen für mein Aktiensparplandepot, und zwar sind das 18,48 Euro. Also mir fehlen noch knapp 1,50 Euro, damit ich mein zweites Ziel erreiche, 20 Euro monatlich über die Dividende. So, mein Depotwert in diesem Aktiensparplan Depot beträgt im Juni 9.100 Euro. Davon, glaube ich, sind auch alleine die Wertentwicklung von, ich glaube, 1.400 Euro. Allein sind Wertentwicklung, der Rest sind eingezahlt worden. Ja, das Depot stand im Juni etwa bei 15-16% plus. Ja, dann können wir uns mal die Daten bei Excel nochmal genauer anschauen. Da habe ich auch nochmal. So, und das ist die Tabelle, die wir eben auch gesehen haben. Die markiere ich noch einmal kurz. So, hier vorne. Hier haben wir noch die durchschnittlichen Dividenden, die ich erhalten habe. Das sind ja die, die ich monatlich erhalte. Und das sind halt die durchschnittlichen dann. Und da habe ich jetzt auch das zum ersten Mal die 10 Euro geknackt. Wenn man sich halt das auf, also geteilt durch die Monate, dann hätte ich jetzt monatlich etwa 10 Euro. So, dann haben wir hier eine Grafik, dann sehen wir hier die durchschnittliche Dividende, wie die wächst. Das ist in Rot, dass sie immer höher wird. Und hier einmal die in Blau, das sind die erhaltenen Dividende pro Monat, das eigentlich meistens gesteigert wird jeden Monat. Es gab es jetzt natürlich 3, 4 Mal, wo es nicht passiert ist. Also wir sehen hier einmal, dass es nicht passiert ist. Auch hier, das war, glaube ich, dann im Januar. Und dann nochmal hier. Hier also 4 Mal. Aber ansonsten sehen wir eine sehr schöne steigende Kurve. Ja, dann die Dividende zu verglichen zum letzten Jahr. 2018 hatte ich ja etwa 63 Euro erhalten. Das ist, wenn man das addiert. Und jetzt im halben Jahr, jetzt auch sonst, das habe ich ja jetzt um, habe ich bereits schon mehr erhalten als im letzten Jahr komplett. Das waren jetzt ungefähr etwa 90 Euro, habe ich schon in diesem Jahr 91 Euro an Dividende erhalten. Hier sehen wir auch nochmal in Balkenform, wie sich die Dividende entwickelt hat. Also meistens hat sich das natürlich erhöht. Wir haben natürlich zwischendurch mal kleine Dellen, aber das ist zu vernachlässigen. Das ist also ein sehr schönes Wachstum, wie man sehen kann. So, auch die Wertentwicklung entwickelt sich derzeit oder seit den 16 Monaten. Also kann man sagen, es gab es, wie gesagt, im Dezember mal oder auch jetzt im Mai, April zwischen, genau, es war Mai, gab es eine kleine Delle in der Wertentwicklung. Da sieht man auch hier vorne eine Sektion, und einmal hier haben wir sehen, dass das sich nicht weiterentwickelt, aber sonst auch im Großen und Ganzen eine ordentliche Entwicklung im Depot. Das hat ja natürlich zum Nachteil, dass man die Dividendenaktien natürlich teurer kaufen muss, wenn sich die weiterhin positiv entwickeln. Aber man freut sich ja dennoch über Kursgewinne, auch wenn man sie halt nicht realisiert, wenn es nur Buchgewinne sind. Dennoch freut man sich auch darüber. Also man freut sich über die Dividenden, aber auch um die grünen Pluszahlen im Depot, also die Kursentwicklungen. Ja, das war jetzt also die
derzeitigen Dividendenstand und die Kursentwicklung oder die Wertentwicklung. Ich vermute mal, in 2 Monaten werde ich vielleicht auch mal die 10.000er-Marke knacken und die 20-Euro-Marke an Dividende werde ich vermutlich auch in den einzelnen Monaten knacken. Das heißt also, vielleicht September, schauen wir mal. Ja, also dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich sagen, sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.